Heute sind wir auf dem beliebtesten Klettersteig im wunderschönen Ziggerschlitz unterwegs, also dem Kanton Glarus, um das politisch etwas korrekter auszudrücken. Wir fahren von Lintal mit der Seilbahn hoch ins autofreie Braunwald und gehen von dort zu Fuß weiter zur Gummenbahn, um dann von der Bergstation nach einer kurzen Erfrischung in einem halbstündigen Fußmarsch zum Einstieg der Eckstöcke zu gelangen. Wer noch eher unerfahren ist mit Klettersteigen, sollte jetzt besser umdrehen oder hier die rechte Route nehmen, denn diese ist maximal im Schwierigkeitsgrad C, was aber eigentlich auch schon als schwierig gilt. Wer keine Probleme mit extremer Steilheit hat und auch genügend Kraft in den Oberarmen mitbringt, darf gerne die linke Route nehmen, welche mit sehr schwierig bewertet wird. Sollte man hier nicht klarkommen, könnte man nun bei dieser Stelle rüber zur leichteren Route wechseln, denn es kommt hier gleich eine weitere knackige Stelle des ersten von insgesamt drei Aufschwüngen. Es ist äußerst wichtig, dass man darauf achtet, bei den etwas weniger steilen Passagen keine Steine loszutreten, um die darunterliegenden Personen nicht zu gefährden. Wir haben nun den ersten Aufschwung hinter uns gebracht. Hier hätte man nun auch schon die erste Möglichkeit, ganz auszusteigen, sollte man sich nicht wohlfühlen oder einfach das Wetter nicht mitspielt. Wir machen natürlich weiter und genießen nun den zweiten Aufschwung, welcher mit maximal C bewertet wird. Das ist nun der vordere Eckstock, wo wir kurz eine Pause gemacht hatten und es dann mehr oder weniger horizontal rüber Richtung mittlerem Eckstock geht. Ein kleines Highlight der Tour ist hier die Charlotte Bridge, welche sogar mir nichts ausgemacht hat. Und ihr wisst ja, wie ich drauf bin, auf solchen wackeligen Brücken. Wenn ich genau weiß, was ich meine, kann sich hier das oben rechts verlinkte Video vom Klettersteig in Mürren anschauen. Ein bisschen ruhig, Liebe. Ist einfach ein bisschen ruhig. Ah, oh, Hier sehen wir nun den vorderen Teil des Klettersteigs aus der Distanz gesehen und nun kommen wir zu einem Notbivak, welches bei schlechtem Wetter benutzt werden kann. Da Klettersteige oft von Personen besucht werden, welche nicht viel Erfahrung in den Bergen haben, ist es mir wichtig zu erwähnen, dass man immer früh am Tag starten muss und vor allem immer das Wetter im Auge behalten soll. Wenn du keine Ahnung von Bergwetter hast, frage eine fachkundige Person vor Ort, wie sie die Lage einschätzt und gehe erst dann auf diesen Klettersteig, denn unerfahrene Personen können hier bis zu 6 Stunden unterwegs sein. Und in 6 Stunden kann das Wetter problemlos von eitel Sonnenschein zu einem richtig üblen Sturm umschlagen. Hier hätte man nochmals die Möglichkeit auszusteigen und nun kommen wir zum Grande Finale, dem hinteren Eckstock, bei welchem es nochmals ordentlich zur Sache geht und die Oberarme so richtig gefordert werden. Ja, und hier sind wir auch schon wieder beim Abstieg zurück Richtung Gummenbahn, welcher etwa circa 3/4 Stunden dauert. Ich kann diesen Klettersteig für bereits etwas erfahrene Personen empfehlen.
Wenn ihr mehr Klettersteige sehen möchtet, könnt ihr die hier am Schluss verlinkte Playlist anwählen. Vielen Dank fürs Hinschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.